Ja, meine sehr geehrten Damen und Herren, ganz herzlich willkommen zum diesjährigen ersten Immobiliendialog Leverkusen, den unser Hausfeuerdialog veranstaltet. Wir freuen uns sehr, dass wir hier sein können. Auch herzlichen Dank, Herr Grabe, an Ihr Team für die freundliche Gastgeberschaft heute. Ja, der Standort, darüber werden wir heute noch ganz, ganz viel hören, hat viel zu bieten. Darüber wollen wir heute sprechen und wir wollen uns mit vielen Entwicklungen über alle Assetklassen heute auseinandersetzen über den Lauf des Tages. Wir werden heute Nachmittag noch die Gelegenheit haben. Ich hoffe, viele werden sie nutzen, auch mit in die Bahnstadt Opladen zu fahren. Aber wer könnte den Standort besser präsentieren und repräsentieren als der sozusagen der erste Mann der Stadt? Darf man das so sagen? Der Oberbürger der Stadt Leverkusen, Uwe Richard. Ja, diejenigen, die aus Leverkusen kommen, kennen ihn natürlich. Dennoch seit 2015 Oberbürgermeister mit 51,2% im ersten Wahlgang gewählt. Ich denke, das ist auch nicht ganz selbstverständlich in heutiger Zeit. Sind viel unterwegs in der Stadt. Sie haben gerade gesagt, viel auch mit dem Öffentlichen, mit Bus und Bahn, um einfach so ein bisschen zu hören, wo drückt der Schuh, was interessiert die Menschen. Aber uns interessiert der Standort und wir sind sehr happy, dass Sie heute Morgen bei uns sind und freuen uns sehr auf Ihre Worte. Erstmal zur Begrüßung. Mehr von mir laufen Sie. Vielen Dank, Frau Rüther, für die nette Einführung. Ja, erster Bürger der Stadt Leverkusen, 166.000 Einwohner und wir werden weiter wachsen. Wir werden weiter über 170.000 Einwohner gehen. Ich bin ein Leverkusener Gewächs. Ich bin hier groß geworden, lebe Ewigkeiten schon in Leverkusen. Gefühlt bin ich zweieinhalb Jahre, real bin ich zweieinhalb Jahre im Amt, gefühlt ist das schon was länger. Weil dieser Job ist schon sehr intensiv. Ich war gestern Abend sehr lange unterwegs und ich bin ein Mensch des Vernetzens. Ich bin in der Kommunalen Arbeitsgemeinschaft zugleich des Landes, bin ich Vorsitzender. Das heißt, ich war gestern in Landräten zusammen mit den drei Oberbürgermeistern von Remscheid, Solingen, Wuppertal. Wir versuchen, Vernetzungen zu bekommen. All das, was ich hier in Leverkusen habe, haben meine Kollegen im Land, also auch in den anderen Großstädten, nämlich ein Zuwachs quasi an Bevölkerung, daraus resultiert natürlich viel, viel mehr. Eine Gesellschaft, die sich anders strukturiert hat in den letzten Jahren, Jahrzehnten in Deutschland. Wir haben Familienstrukturen, es sind Doppelverdiener, es sind qualifizierte Menschen, aber auch der Anspruch auf Familie. Und deshalb müssen wir all dieses natürlich im Einklang bringen. Auf der einen Seite Karriere, aber auf der anderen Seite natürlich dann auch, wie bekomme ich eine Familie organisiert innerhalb einer großen Stadt, in einem Wirtschaftsbereich. Da sitzen wir zusammen und versuchen Mobilität, das gehört auch dazu, zu organisieren. Aber meine Aufgabe ist dann außerhalb der Vernetzung, das nämlich hier in Leverkusen wieder anzusprechen. 16 einzelne Stadtteile mit einer tiefen Tradition. Und dennoch müssen wir schauen, wie wir die Tradition erhalten können, aber trotzdem auch die Großstädtlichkeit herzustellen. Das ist die Aufgabe. Deshalb bin ich froh, dass wir heute Morgen den Weg hier hingefunden haben. In einer Stadt, die chemiemäßig geprägt ist, das Bayerwerk, das gibt es nicht mehr. Es gibt einen Tempark mit ganz unterschiedlichen Companies, mit Spezialanbieter, die Längstes und Covestes, die sich auf Spezialchemie spezialisiert haben. Ich bin oft im Dialog, nämlich ein guter Begriff, Dialog mit den Konzernspitzen. Wir tauschen uns regelmäßig aus, um das nämlich herzustellen. Auf der einen Seite natürlich die Produktion, dass sie weiterläuft. Wir sind ein Produktionsstandort, wir hochtechnisch hoch digitalisieren und auf der anderen Seite natürlich auch einen Grundstandort. Mal auszutauschen, was können wir gemeinschaftlich machen, dass die vielen, vielen Tausende von Mitarbeitern auch die Struktur haben, hier in dem Moment mich wohl zu wohnen auch. Das ist mein Ansatz, zu sagen, ich muss den Wohnstandort weiter ausprägen, damit auch die wirtschaftliche Kraft dann weiter hier in Leverkusen bleibt. Wir haben große Areale geschaffen. Frau Rottes ist hier als Geschäftsführerin der Bahnstadt, ein klassischer Bereich Ausbesserungswerk der Bahn. Es ist damals in der Bundesrepublik Deutschland entschieden worden, das Ausbesserungswerk in Opladen zu schließen. Dann hat sich die Region noch in Westfalen zusammengetan und mit unheimlich viel Gemeinschaftlichkeit. Gestern war ich nämlich mit den Menschen auch zusammen, die das alles ermöglicht haben. Zu sagen, ich will das nicht nur in meinem Landkreis haben, nein, ich mache das in Leverkusen und Opladen, weil gemeinschaftlich gesehen, und da komme ich wieder mit der Klammer wieder zusammen, gemeinschaftlich dann auch dem anderen das zu gönnen, dass wir Gebiete entwickeln. Ähnlich wie bei Jochen Haag in Gummersdorf, wo der Schalkwiedergelände dann nochmal ausgeprägt wurde. So also, wachsen wir zusammen, wächst Leverkusen voran. Ich brauche Investoren in dieser Stadt. Es ist gut, dass der Dialog heute hier in Leverkusen stattfindet. Wir strömen also viele Bereiche aus der Metropole. Die Köln ist mittlerweile
ganz schwierig in der Entwicklung. Das heißt, die kommen auch nicht so ganz voran in der Schnelligkeit. Und ganz viele Sachen spielen sich natürlich in den Regionen drumherum ab. Deshalb herzliche Einladung mit mir zusammen, mit uns zusammen, Herr Obermeier von der Wirtschaftsförderung, mit uns zusammen in meiner Stadtverwaltung hier in Leverkusen zu investieren. Wolfgang Muß, ja, der Geschäftsführer der Wohnungsbaugesellschaft Leverkusen. Ich war nämlich vorher lange Zeit oder bin ja auch als Vorsitzender der Wohnungsbaugesellschaft. Von meinem normalen Leben bin ich selbstständig. Deshalb habe mich aber immer für Kommunalpolitik interessiert, aber speziell eben auch für den Wohnungsbau. Das ist ein Prädikat für mich persönlich, weil es mir das unheimlich viel Spaß macht, Städte zu entwickeln, Gesellschaften zu entwickeln. Deshalb herzlichen Dank dafür, dass ihr den Weg heute hier nach Leverkusen geführt, dass ihr heute nach Leverkusen gekommen seid. Dankeschön. Etwas länger gestern Abend. Das war eine ganz abgelegene Yachthütte. Ich war noch nie gewesen. Kein Telefon, gar nichts. Da sind sie mit Geländewagen runtergebracht worden. Da waren Spanferkel drin. Die Landräte sind immer sehr stabil unterwegs. Als Rheinländer, ich war schon einiges gewöhnt, aber mit den Landräten ist das schon mal sehr stramm. Ja, auch das gehört dazu. Das gehört auf jeden Fall dazu. Aber Sie haben ein wichtiges Stichwort genannt, Herr Richard, Vernetzung. Es gibt ja jetzt immer wieder Bestrebungen, die gesamte Region unter einer Klammer zu Metropolregion, wie sozusagen die zukunftsfähig und stabil ist denn dieser Gedanke, außer dass er auf dem Papier steht, wird er schon gelebt? Er wird gelebt natürlich durch die Person, aber ja. Da mein Antrieb bei der Metropole, das ist mit vielen anderen Akteuren auch, wir wissen, dass sich nämlich, ich sage immer, das 21. Jahrhundert wird ein Jahrhundert oder Jahrtausend ein Jahrtausend der Großstädte. Und ich glaube, einfach die Metropole ist eine Antwort darauf, wie sich Menschen organisieren in Ballungsbereichen, in urbanen Städten. Und deshalb ist das der richtige Weg. Es ist schwierig, weil wir machen da nochmal einen Schritt obendrauf. Wir haben schon Regionen, regionale Strukturen mit der Region Köln-Bonn. Und dann nochmal oben drauf zu gehen mit der Metropole, es ist noch sehr viel Überzeugungsarbeit, wir brauchen viele Gesichter auch, das ist immer wichtig, auch für die Menschen, für die Bürger, das zu erläutern, dass die Stadt alleine nicht mehr trägt. Ich glaube einfach, dass der Begriff Heimat, der wird ja oft genannt, das ist bei mir zum Beispiel immer der Begriff, wenn ich aus der Haustür rausgehe, also diese Kleinteiligkeit da, wo ich mich wohlfühle, ist das schon Heimat, aber wir sind extrem eingebunden in einem Bereich, der automatisch wirtschaftlich, mobilitätsmäßig zusammenwachsen wird, weil die gesellschaftlichen Strukturen sich urban verändern, und das ist eben die Herausforderung. Wir versuchen politisch sehr viel schnell eine Antwort darauf zu finden. Es ist nicht einfach, der Prozess, wir sind auf dem Weg, wir haben den initiiert. Und wie ist die Antwort, die politische Antwort? Wir wollen das alle. Alle Räte und alle Kreistage und auch kleine Ratspositionen in den kleinen Gemeinden haben sich klar positioniert. Wir wollen diese Metropole, wir wollen zusammenkommen. Was heißt denn das dann für Projektentwickler, Investoren, die Immobilienwirtschaft, die natürlich alle suchen jetzt nach Flächen, nach Grundstücken, das ist ja im Moment die große Herausforderung. Wie positioniert sich denn da Leverkusen in diesem Konglomerat von ganz vielen Städten, die es ja hier gibt, Herr Richard? Also wir positionieren uns erstmal, dass wir den großen Campmarkt haben, das heißt, wir haben nicht viel Standorte, aber natürlich auch, dass wir sagen, ich versuche die Flächen so weit wie möglich alle zu entwickeln, die wir in der Stadt noch haben. Es ist ein Dialog natürlich mit den Bürgern, wie weit ich da nochmal zusätzliche Flächenpotenziale aus Flächennutzungsplänen herausholen kann. Regionalpläne, das ist die Diskussion, die wir jetzt haben. Wir müssen aber auch verstehen, dass jede Struktur, jede Kommune die eigenen Aufgaben nochmal hat. Und wir haben stark die Aufgaben Wissensstandort, das heißt, wir werden auch mit der Technischen Hochschule, wir haben gute Schulstandorte, ich versuche auch einen guten Familienstandort nach vorne zu bringen. Also auch gleichzeitig, dass wir die Obertas, also die Kindergärten, dass wir das Gesundheitswesen stabilisieren, aber dass wir das Wichtigste ist, zwischen der Wohnstruktur auch die Mobilität herzustellen. Das heißt, wir müssen versuchen, auf Sicht, und da sind wir ja ständig auch dran, dass wir die Schienen zum Beispiel ausprägen, dass wir einfach heute, ich bin gerade mit meinem Bruder rüber gefahren, der kommt aus Köln, hat sich wieder massiv beschwert, dass er heute Morgen eine Stunde vor der Brücke gestanden hat. Also das ist ein ganz entscheidender Punkt, wie organisieren wir uns in der Region, und ich verstehe mich als Wissensstandort, als Industriestandort und als Wohnstandort. Eigentlich die Mitarbeiter von Bayer Leverkusen hier in Leverkusen wohnen? Weil Sie das gerade so herausgestellt haben, dass die Leute, wenn sie hier arbeiten, auch. Genau, aber die Genauzahl weiß ich nicht. Weißt du, dass wir 21.000 einpennen und ausbilden? Das heißt, wir haben noch relativ viel Frequenz. Und also mein Anliegen ist natürlich zu sagen, so viel wie möglich von den Mitarbeiterinnen, dass sie hier in Leverkusen wohnen auch. Das ist wichtig und das ist natürlich viel. Und das war so damals auch mein Gedankengang, ich bin wieder hier aufgewachsen, zu sagen, wie schaffe ich das, dass der
dass der Kämpfer drumherum nochmal Dienstleistungsstrukturen ist, damit der Fraunhofer mit Landmark auch passiert. Wie schaffe ich das, dass Dienstleistungsstrukturen wirklich in der Stadt hier also bleiben, dass wir nochmal profitieren von dieser Kraft des Kämpfers und gleichzeitig dann eben dann in die Stadt rein strukturierte Dienstleistungsstrukturen entstehen, um dann eben auch die Wertschöpfung, dass die auch stattfindet, nämlich zwischen Produktion, Entwicklung und gleichzeitig dann in Betrieben oder Dienstleistungsstrukturen, die dann für den Kämpfer zusätzlich noch arbeiten. Also wir haben eine Kante, die ist sehr, es war immer so, dass wir den Kämpfer kamen und dann oder das Bayernwerk und dann kommt dann die Wohnstruktur. Es war immer eine Distanz dazwischen, weil man natürlich als Bayer AG damals noch immer sehr darauf gelegt hat, eine bauliche Schneise zu schlagen. Das ist mittlerweile durch ein CW-Gutachten, was wir ja realisiert haben, in dieser Stadt haben wir die Möglichkeit, nämlich diese Kante zu schließen. Damit werden die Übergänge sehr fließend zu dem Kämpfer drüber. Das ist ein großer, großer, wesentlicher Vorteil, weil dann verschmilzt auch die Struktur. Das strahlt dann wieder in den Einzelhandelsstadt auch hier rüber nach Wiesdorf. Aber eben auch, mir geht es wirklich darum zu sagen, für die Familie oder für die Mitarbeiter, wir bleiben hier in Leverkusen und entscheiden uns dann auch als Wohnstandort. Gerade der Wohnstandort merkt man da sozusagen, wie gesagt, diese Überschwappen von Köln, dass viele jetzt in Köln nichts mehr finden oder zu teuer ist, dass Leverkusen wirklich da in Anführungsstrichen auch eine gute Alternative ist. Also sind eben nicht nur eben Autobahnbrücke, nicht nur Kempenhagen, sondern wir sind eben auch sehr viele unterschiedliche Stadtteile. Ich habe Menschenarbeitergeschäfte und ich habe jetzt zwei Freunde von mir, die sich entscheiden müssen. Entweder gehe ich nach Köln, bleibe ich dort wohnen, verbessere ich mich oder ich ziehe woanders hin. Da haben mich entschieden, nach Leverkusen zu ziehen, in die Waldsiedlung. Das ist ein sehr, sehr schönes, weil ja ein sehr schöner Stadtteil, der sehr, sehr ländlich und sehr idyllisch auch geprägt ist. Wir haben andere Strukturen, die sind urbaner, dann auch. Wir haben eine relativ starke Bandbreite in der Stadt. Das ist das Gute an der ganzen Sache. Wir müssen, sehr in Bollermann gerade hier auch natürlich auch die Strukturen, die versorge ich dann in den Quartieren auch. Ich bin auf dem Berlin, wo ich denke auch, dass man die Quartiere ausprägen muss, das ist das Thema Heimat wieder, wo ich sage, Sozialstrukturen, auch die Möglichkeit eben im Alltag zu wohnen, aber gleichzeitig auch wieder einzukaufen, dass man einfach versucht, eine lebendige Struktur entstehen zu lassen. In einer Gesellschaft, die immer urbaner, immer lebendiger, immer, wo die Grenzen, wo man nicht mehr so unbedingt in Deutschland lebt, man ist 20 und der ist nicht mehr so unbedingt jetzt in dieser Stadtgrenze verhaftet, sondern ist momentan in Kuba und ob der jetzt in Kuba oder hier ist, im Prinzip kommuniziert er gleich. Deshalb ist das die Kleinteiligkeit schaffen und gleichzeitig aber eben auch versuchen, die Humanität weiter voranzutreiben. Eine Frage noch mit zwei Teilen, die größten Chancen für Leverkusen, die größte Herausforderung für Leverkusen. Wenn Sie da noch kurz was zu sagen? Also die größten Chancen sind, die ist die Urbanität, also dass wir die Bedingungen sind, wo wir alles verdichten in Metropolregionen. Die Herausforderung ist, die Schnelligkeit zu erreichen. Das heißt, wir sind als Verwaltung, ich habe 200.000 Mitarbeiter, das ist wirklich die Schere, wo wir daran arbeiten müssen. Ich habe 200.000 Mitarbeiter, wir haben unheimlich viele Mitarbeiter. Ich muss mit meinen Dienststellen extrem viel leisten. Auf der anderen Seite bin ich aber gleichzeitig in der Haushaltssicherung. Das heißt, ich muss meine Finanzen unter Kontrolle halten. So, dann konkurriere ich parallel dazu mit Planern zum Beispiel, den normalen Markt. Und das dann umzusetzen, das ist die Herausforderung, also Thema Digitalisierung. Wir müssen uns digitalisieren. Heute steht drin, schnelles Internet bis 2025 hier in Nordrhein-Westfalen. Ihres Ziel oder verfehlen wir das wieder? Auch da gestern Abend mit den Landwirten zusammen. Ja. Es ist ein wesentlicher Bestandteil der Lebensstruktur, dass wir das erreichen. Wir bauen die 100 Mbits flächendeckend in der Metropole, also quasi in der Metropole, um quasi insgesamt natürlich die Arbeitssituation, weil ich glaube nicht mehr daran, dass jeder jeden Morgen zur Arbeit geht, sondern wir definieren in 10, 15, 20 Jahren komplett die Arbeitsstruktur anders in die Wertschöpfung. Und deshalb ist das Familie, Wertschöpfung, gleichzeitig ländlicher Raum kein Widerspruch. Und das ist, wie gesagt, das erwartet uns, das ist die Aufgabe an Sie als Investoren, an mich als Politiker, das müssen wir transportieren in das Land und das nach Berlin, um zum Schluss Schnelligkeit zu produzieren. Wir sind das Problem der Demokratie. Wie lange dauert das denn in Leverkusen vom Antrag bis zur Realisierung, Herr Marenbach? Ging das schnell? Jetzt ganz ehrlich. Ganz ehrlich, ja. Ganz ehrlich, ja. Bei uns ist es sehr schnell. Ja, gut, das ist ja, wir sind ja auch sozusagen von Köln jetzt hier, Sie werden es ja gleich noch berichten, aber das ging doch durchaus schnell. Ja. Schneller als in Köln?
Ja. Gut. Also, aber das ist auch schon mal geklärt. Ich will ja nicht in die Konkurrenz treten. Ich sage, die an anderen Standort, ich will ja mich natürlich auch positiv heute positionieren, aber auch danach, ich möchte, dass wir in der Region die gleichen Strukturen herstellen. Ich bin sehr daran interessiert, dass die Kölner genauso schnell sind. Es kann eben nicht sein, dass der Zimmermann in Morheim, weil eine andere Situation, ich war gestern mit dem Nachbar aus Bettmann auch zusammen gewesen, der profitiert natürlich durch die hohen Gewerbesteuereinnahmen dann als Landrat um. Aber es bringt nichts, wenn wir sagen, wir müssen uns zum Schluss, das ist das Wichtigste. Mhm. Die Metropole ist eine realistische Antwort auf das, was die Gesellschaft sich entwickelt. Deshalb müssen wir daran arbeiten und wir als Leverkusen, danke das nochmal für das Kompliment. Mit meiner Vorsitzenden zusammen mit der Wirtschaftsförderung versuchen wir natürlich hier Tempo aufzunehmen und auch da auch in einem vernünftigen Zeitpunkt auch einzunehmen. Sehr schön, wir werden es weiter verfolgen. Wir schauen heute, was sich noch tut. Sie sind ja heute Nachmittag noch mal dabei als Einzelhandelsspezialist, by the way. Erstmal vielen Dank für bislang. Dankeschön, Herr Richter.